Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter beim Bausimulator und erfreulicherweise so rum. Endlich wieder mit Ton und das Ding geht auch. Ich habe keine Ahnung, was der Bausimulator da gemacht hat. Er ist mir aber tatsächlich auch kurz drauf abgeschmiert nach der letzten Folge, wer es nicht gesehen hat. Ich konnte halt am Ende hatte ich keinen Ton mehr und die Gabel ging nicht mehr hoch und runter. Ihr kennt es ja eh, der Bausimulator ist kein perfektes Spiel. Aber er macht trotzdem Spaß und das ist ja irgendwo auch noch wichtig. Gut, wir schauen mal, dass wir das hier alles noch ein bisschen gerichtet kriegen. Und dann wollen wir mal alles draufknallen, einfach weil wir gerne unsere beiden Baustellen befriedigen wollen, also zufriedenstellen wollen. So macht's mehr Sinn. Das klingt nicht so falsch. Jetzt muss ich schauen, wie wir hier den hier vielleicht noch ein bisschen angeschoben kriegen. Ja, genau. Genau so sollte es eigentlich nicht sein, dass die runterrutscht. Eigentlich war das genau die schlimmste Möglichkeit, die passieren konnte. Das Blödeste, das Zweitschlimmste wäre eigentlich gewesen, die hätte sich nicht bewegt. Obwohl das Schlimmste ist gar nicht, dass die sich nicht bewegt, sondern das Schlimmste ist, wenn die auf der anderen Seite mit runterschmeißt. Das wäre ein Highlight. Und damit wird das jetzt, vielleicht ist das hier eine Variante. Ja, probieren wir es einfach mal so. Wir haben ja eh ein bisschen Spielraum. Wir packen den ja nicht so übervoll, wie wir es manchmal hatten, wenn wir da noch irgendwie die 4-Meter-Bretter drauflegen und sowas. Deshalb könnte es ja vielleicht sogar ganz gut klappen. Also, Millimeterarbeit hier. Ich probiere das auch irgendwie immer ordentlich zu machen und irgendwann scheitere ich dann jedes Mal und denke mir dann, ach komm, jetzt ist auch egal, jetzt machst du so, wie geht. So. Die Ladekamera ist übrigens echt praktisch. Also die würde ich mir auch in anderen Spielen teilweise wünschen. Also die macht die Geschichte deutlich übersichtlicher. Unsere schönen kleinen Setzlinge hier. Unsere kleinen Pflänzchen. Um das Ganze dann noch schön zu machen. So. Die auch schon bald Level 13. Da muss ich ja gestehen, ich habe mich vertan. Irgendwann haben wir in einer YouTuber-Projekt vom LS-Aufnahme mal darüber geredet. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, ich bin Level 15. Irgendwie kam mir das auch schon viel höher vor. Aber gut, anscheinend war das doch falsch. Ich dachte, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass der Dingens hier. Was war denn das jetzt? Dass der Mobilkran mit Level 15 freigeschaltet wird. Und da wir den ja kaufen konnten, habe ich mir das vielleicht irgendwie gedacht. Aber keine Ahnung, was da genau los war. Auf jeden Fall sind wir natürlich noch nicht ganz so weit. Und ich habe jetzt auch nicht irre viel vor im Voraus aufgenommen. Weil hätte ich das, dann würdet ihr nicht häufiger mal nur jeden zweiten Part, Tag einen Part bekommen. Einfach weil dann hätte ich ja die Folgen sozusagen schon aufgenommen. So. Das ist aber eh, denke ich, relativ logisch. Oh, war noch die nächste Bitumen. Die Bitumen. Mal gucken, wie wir die anderen Teile noch hinbekommen. Auf jeden Fall sollte jetzt alles auf die Geräte passen. So. Was macht der da? Ich winkel die doch nur an. Ja, toll. So sichere ich auch mal meine Paletten. Müssen wir aber gleich nochmal ein bisschen korrigieren. Sonst macht das gar keinen Sinn. Hoffentlich geht die jetzt vernünftig. Die hat jetzt irgendwie mehrmals ein bisschen komische Physik bewiesen, sag ich mal. Ey, und wir haben hier frische Country-Musik. Wow. Muss ein bisschen schauen, wie wir das hinkriegen. Mal schauen. Bisschen vor. Und dann sollten wir jetzt eigentlich rauskommen. Genau, und da sollten noch zwei daneben passen. Eine oben drauf. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den
LKW endlich voll. Hat ja auch eigentlich lange genug gedauert. Boah, diese Country-Musik. Ich würde sie ja weitermachen, aber irgendwie funktioniert das. Was? War denn das? Also, manchmal ist dieses Spiel einfach ohne Worte. Einfach ohne Worte. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach genau, ich hatte hier früher an meiner Tastatur habe ich so Musik lauter, Musik leiser und so weiter Tasten. Und die haben auch eigentlich immer funktioniert, aber irgendwie seit ein, zwei Wochen, weiß ich gar nicht, funktionieren die irgendwie nicht mehr beim Media Player. Vielleicht hat der Media Player etwas geupdatet oder so und dabei hat sich da was verstellt. Das werde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit nochmal nachprüfen, was da genau los ist. Bis jetzt hat es mich noch nicht gestört, aber wenn dann doch teilweise etwas unpassende Musik kommt, dann will man doch auch manchmal einfach mal weiterdrücken. So. Ups. Nö, das passt nicht. Das passt aber. Das ist teilweise echt schon Millimeterarbeit, so Stapler fahren. Und jetzt natürlich bei der letzten Palette darf nichts schief gehen. Das wäre ein bisschen Arsch. So. Eine ordentlich oben drauf knallen und fertig ist die Kiste. So. Ja, wunderbar. Also ganz ehrlich, wenn er mir das jetzt nicht hier vernünftig sichern lässt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber so gar nicht. Also, ja, gut, okay. Er hat es nochmal gerallt. Dann ist ja alles gut. Dann wollen wir mal schauen, dass wir schnellstmöglich wegkommen. Oh, da oben bewegt sich aber eine Palette. Ist mir jetzt auch egal, die wird schon irgendwie drauf bleiben. Die ist ja schließlich befestigt. Deshalb gibt es da hoffentlich dann weniger Probleme. Und wir werden jetzt einfach in gewohnter Manier losbrausen und schauen, dass wir die Sachen noch alle loskriegen innerhalb von dieser Folge. Weil eigentlich möchte ich ja gar nicht mehr so lange alleine spielen. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so dumm, weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis man sich da terminlich... Alter... Also, den Tunnelsound haben sie jetzt aber gar nicht übertrieben. Und der Tunnel sieht auch von innen auf einmal total anders aus. Das ist auf jeden Fall interessant. Sehr interessant. Also, eigentlich, man könnte glatt sagen, ich wünsche mir gerade einen Ausschalter. Ein Mute-Knopf fürs Spiel. Das wär's jetzt. Das klingt echt ein bisschen sehr grausam. Und jetzt wahrscheinlich klack und aus hier, genau. Wie in echt halt. Ups, ups, ups. Und wir machen mal hier den Spider-Man an der Seite lang. Quasi ein Spider... Warte mal, wie hieß das nochmal damals bei Simpsons? Spider-Schwein, ne? Spider-Schwein, Spider-Schwein. Boah, hier... Das ist irgendwie... Weißt du, im Dorf hast du so richtig angenehme Performance. Du guckst Richtung Stadt, fährst vielleicht noch da runter, ein bisschen Verkehr auf der Straße, dann gehen die FPS runter wie sonst was. Also es ist hier... 18 hatte ich jetzt gerade kurz. Das ist ja echt Daumenkino. So kannst du doch nicht spielen. Wow, wow, wow. Also, ich gebe hier auf jeden Fall trotzdem alles. Also, die Performance ist manchmal echt so des Todes, ne? Da weiß man echt nicht, was man machen soll. Öp, ich hatte Vorfahrt, einfach weil ich bin. Ich habe gehört, hier habe ich auch Vorfahrt. Genau. Dann machen wir erstmal... Ich weiß gar nicht genau... Öp. Der war aber auch frech. Also eigentlich wir, aber...
Wir verdrehen die Tatsachen heute einfach mal ein bisschen. Das macht das Ganze angenehmer für alle Beteiligten. Das war knapp. Also Millimeter, genau wie der Herr, der da gerade über die Straße gejuckelt ist. Dieses Lied fand ich eigentlich ganz cool bei der neuen Playlist, auch wenn es ein bisschen sehr, sehr, weiß ich nicht, was ist. Sehr auf, weiß ich nicht. Also so von der Instrumentalgeschichte her. Lasse es auch gerade einfach mal so ein bisschen laufen, ohne reinzulabern. Einfach, weil es mich gerade interessiert, wie sich das Lied noch so entwickelt. Ich habe auch manchmal Lieder, wenn ich die Playlist gemacht habe, da denke ich mir, oh, die ersten 20 Sekunden hast du gehört. Boah, das Lied ist richtig chillig. Und dann auf einmal nach 30 Sekunden kommt irgendwie eine andere Strophe und dann hauen sie da was rein. Dass das irgendwie nicht mehr so schön im Hintergrund entspannt und so. So wie ich es halt haben möchte. So. Aha. Hier wurden schon Rohre verlegt. Ja gut, wenn das so ist, dann ist das so. Wir laufen mal eine kurze Runde ums Haus. Wir müssen ja mal schauen, wo genau die Sachen jetzt abgeladen werden müssen. Ich glaube fast auf dem Dach, wenn ich das hier so sehe. Das bedeutet, wir springen gleich eben in den Turmdrehkran und dürfen dann von da aus, ja, das wird das Dach sein. Alles andere macht da nicht wirklich Sinn. So. Einmal entsperren hier. Hä? Ah, da oben, ja. Und das muss hier die Baustelle sein mit, ja, wir müssen uns überraschen lassen. Eine müssen wir runterbringen und dann sehen wir, ob es die richtige war. Ist ein bisschen blöd gemacht oder vielleicht auch ein bisschen blöd gedacht von mir. Aber ja, irgendwie müssen wir es ja hinkriegen. Aufgaben verbergen, aha. Was haben wir denn da zu verbergen? Ich glaube ja einfach der Logik halber, dürften es diese Sachen hier sein, Bitumen und so weiter, die hier noch am Bau benötigt werden. Weil Logik, weiß nicht, habe ich schon mal gehört, das soll ganz gut sein, dieses Logik. Bitte nicht runterfallen. Das wäre voll cool, wenn wir zwei auf einmal rüberkriegen würden. Ich mache auch gerade nicht extra hier Vollgas, sondern nur so ein bisschen. Dann müssen wir mal hier ein bisschen schwenken. Hey, und? Das war richtig. Genau. Gut, dann haben wir es schon. Das Blöde ist natürlich, dieser Kran ist des Elends langsam. Also, das ist. Ihr kennt es ja schon. Immer eine langwierige Angelegenheit, diese Sache hier. Dann haben wir jetzt noch immer die Sachen einzeln. Ja gut, mal schauen, wie wir es am besten regeln. Ich werde aber, glaube ich, echt, das hier wird wahrscheinlich eine Überlänge-Folge. Ich möchte eigentlich nicht mehr so viele Folgen alleine machen und dann mache ich jetzt lieber eine lange und dann habt das hinter euch, dass wir hier alleine spielen und ja, finde ich besser. Auch wenn es immer noch sein kann, je nachdem wie wir einen Termin gefunden haben, dass ein Tag aussetzt. Ich hoffe es zwar nicht, also es soll so schnell wie möglich weitergehen, aber ja, manchmal ist einem das vielleicht dann alles doch zu viel. Ups, da bin ich ein bisschen ins Haus quasi reingekommen
Mit den Haken, das ist ja auch mal kreativ auf jeden Fall. Oh, der liegt auf der Seite, das ist ein bisschen gefährlich. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir den noch vernünftig aufgehoben bekommen. Es wäre wirklich mal cool, wenn man irgendwie noch eine Vorrichtung hätte, dass man irgendwelche Seile dazu tut, irgendwelche Ketten und wirklich auch zwei oder drei Paletten auf einmal hochkriegt. Weil von der Last her müsste der Kran, das ist ja ein Riesending hier. Das müsste ja eigentlich locker schaffen. Diese kleinen Farbeimerpaletten, das ist ja Spielzeug für den im Endeffekt. Macht den Baustellenbereich frei. Pff, gut, wenn du das sagst. Wo haben wir denn jetzt noch was? Da fehlt doch noch eine Bitumen. Ja, genau! Hä? Wie soll ich denn die da reinkriegen? Seht ihr das? Da drin. Da drin ist jetzt der Bereich. Aber das Gebäude ist schon fertig. Ich sehe nur eine Möglichkeit, Freunde. Ich kann jetzt eigentlich nur eine Sache tun. Lehrgänge, okay, das wird dafür sein. Das E-Werk, boah, die ganzen Sonderaufträge, die nehmen wir uns als auf jeden Fall als nächstes Mal vor. Aktive Aufträge, großes Apartment hier. Einmal Wandhalterung, einmal Bitumen. Abschnitt neu laden. Soll ich es mal probieren? Kann ja eigentlich jetzt nicht angehen, oder? Ich probiere mal eben was aus. Kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Hoffentlich liegen da noch die Paletten drauf. Na? Ja, okay. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wir fahren jetzt zur nächsten Baustelle und lassen das hier echt vom Macher hier erledigen, weil das, ihr habt es gesehen, das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ich habe ehrlich gesagt da gerade keinen Bock drauf, da irgendwie Zeit mit zu vergeuden, weil ich ja eigentlich mal mit der Singleplayer-Geschichte fertig werden wollte. So, die Sachen besorgen, dann sind wir da abgeschlossen. Wie war das nochmal? Gibt es hier noch einen letzten Schritt? Ja, nochmal ein bisschen was holen. Lassen wir auch machen. Also bei dem einen Haus, da kenne ich jetzt keine Gnade mehr. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen angekotzt, dass das jetzt nicht funktioniert hat, weil wir hätten das eigentlich wunderschön erledigt. Ihr habt es ja selber gesehen. Aber dann hat da wohl irgendein Fehler dazu geführt. Naja. Wir schauen, dass wir zur nächsten Baustelle kommen. Machen wir die eben noch fertig. Und dann haben wir auch schon ordentlich was geschafft in den mittlerweile fast 20 Minuten. Sprich, heute mal eine ordentliche Überlänge. Dafür eventuell den nächsten einen Tag Pause. Ist ja auch irgendwo ein blöder Tausch. Aber ja. Immer so, wie es geht, ne? Mehr kann ich leider dann auch nicht tun. Boah, diese Musik macht mich gerade total nervös. Ich wünsche mir gerade echt so eine Taste zum Weiterdrücken. Weil, boah, was ist denn das hier für eine Musik? Das kannst du ja in der Psychiatrie spielen, aber nicht hier. Was habe ich mir denn da wieder teilweise ausgedacht? Egal. Naja, ich muss sowieso nochmal. Also ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir so eine Playlist zusammenstelle und irgendwann dann mal schaue, von wegen. So, was hat dir denn jetzt wirklich gefallen und was willst du eh nie wieder haben, so ungefähr? Oder nie wieder hören, wird es wahrscheinlich noch besser treffen. Und dann einmal die Klappen auf. Jetzt haben wir noch hier, ihn hier, den Kran. Ups. Ein bisschen von der Höhe anpassen. Ne, ich mach's mal eben hier. Einmal raus, Tam aus dem Spiel. Und ein Lied weiter. So, das hat auch geholfen. Wir haben direkt ein vernünftiges Lied erwischt. Und jetzt schauen wir erstmal. Dass wir die Sachen hier vernünftig deponiert bekommen.
Ja, das war damals immer richtig nervig mit Doc, als dann der Haken irgendwie rumgebackt hat. Er hat es ja selber gesehen, wenn er damals zugeguckt hat, was da alles daneben ging. Das war ja teilweise echt grausam, gerade bei den Kränen. Da war ja gar nichts mehr synchron im Multiplayer. Das ist jetzt eigentlich irgendwo auch ein Vorzug vom... Nee, ne? Ach so, okay. Ich dachte jetzt schon, dass der hier das auch irgendwie schon als abgeschlossen anerkennt, aber noch als Mission offen lässt und so, so wie gerade halt. Also der Bausimulator gerade heute zeigt er sich echt von der schlechtesten Sorte. Vor ein oder zwei Folgen war das ja schon, dass ich hier diesen Tonausfall hatte und so weiter. So, ich werde mal eben noch da hinten den nächsten Bauabschnitt quasi absegnen und dann ist es da hoffentlich auch bald geschafft. Ja, 3 Minuten kommen. So lange brauchen wir hier auch und dann haben wir beide Aufträge endlich rum. Was willst du mehr? Kann man sich doch eigentlich gar nicht mehr wünschen. Ich hätte doch schon einen Rollrasen rüber. Wo ist der Rollrasen? Steht der außerhalb von dem Bereich? Eigentlich nicht, ne? Plopp. So, das ist voll. Ach so, okay. Das sind ja nicht mehrere, das sind ja unterschiedliche. Gut, ich dachte schon, das Spiel hätte gerade den nächsten Spieler, den nächsten Fehler irgendwo rausgekriegt und das wäre ein bisschen ärgerlich gewesen, weil man dann ja doch irgendwo sich darüber ärgert, warum hat man sich jetzt so viel Mühe gegeben, alles so zu deichseln, wie das Spiel das möchte. Und das Spiel sagt so kurz vor Schluss dann, nö, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen blöd. So. Dann wollen wir mal einmal hier. Mach den Baustellenbereich frei. Ja klar, Mensch. Das machen wir. Dann haben wir eigentlich auch schon beide Aufträge quasi wieder geschafft. Freut mich auf jeden Fall. Und einmal hier rüber. Ja. Die Gesamtkosten einmal haben wir nochmal aufgelistet gekriegt. Und ups. Ah, bisschen eng. Wir werden, glaube ich, auch mal das ein oder andere Fahrzeug zurückfahren. So. Und in der Zeit könnte dann eigentlich auch unter normalen Umständen die andere Baustelle fertig werden. Sprich, wir sind dann soweit eigentlich durch mit unseren Vorhaben, was wir jetzt im Singleplayer machen wollten. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele nur noch Singleplayer, dann wird man noch viel, viel, viel schneller vorankommen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich vermisse echt so ein bisschen den entspannten Talk hier beim Bausimulator, ob das jetzt mit Doc ist oder mit sonst irgendjemanden. Und ja, deshalb wird es auf jeden Fall so nicht weitergehen, nicht im Singleplayer. Aber das wisst ihr ja jetzt eh schon, dass ich das vorhab. So, jetzt muss ich aber mal überlegen, wo denn unser Bauhof ist. Man kennt sich mittlerweile doch etwas aus, glaube ich. Also ein bisschen nach Gefühl müsste ich den eigentlich schon finden können. Wenn wir jetzt hier gerade ausfahren, dann müsste gleich der Baustoffhändler kommen. Und von da aus jetzt zum Bauhof ist dann, glaube ich, nicht mehr ganz so weit. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube einfach nur nicht hier die Straße durch und dann links. Ja, genau hier. Da vorne sieht man schon unseren großen Kran. So. Gut, dann stellen wir einen hier unter. Ups. Fast einen Kratzer dran gemacht. Was ich sonst noch machen wollte, ja, genau. Alle Aufträge abgeschlossen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal. Ciao, Leute.